Weil, wie gesagt, es glaubt einem halt keiner. Nee. Guckt euch mal bitte an, klar, nach dem Strahlen, wie clean der Boden ist. Keine Macke, kein Rostbläschen hier irgendwo. Weil normalerweise hast du ja auch hier so ein Ei, da ein Ei. Überall hast du ein paar Eier, die am Rosten sind. Gar nichts. Du hast hier wieder so 5 solcher Dinger. Mehr ist es nicht. Ich hatte ja gesagt, hier die Bremsleitungen, die sind alle schon völlig tot. Die sehen alle aus wie nagelneu, ehrlich. Leute, schmeißt eure Autos nicht weg. Genau. Nur weil ein bisschen Dreck drauf ist. Hallo und willkommen zurück zu Mozart Car Classics. Und das ist schon die 3. Folge zu unserem W123 Coupé 230 CE Schalter. Und ich glaube, wir haben es ab der ersten Folge versprochen. Bevor wir an dem anfangen zu arbeiten, wird er erstmal eisgestrahlt. Ja. 6-7 Stunden, glaube ich, haben wir den eisgestrahlt. Mhm. Haben uns hier, Leo kann es zeigen, 200 Kilo Box bringen lassen. Das Auto ist mit Abstand das dreckigste Auto, was wir hier in der Halle haben. Deswegen haben wir auch gesagt, damit machen wir jetzt mal die Premiere von unserer Trockeneisanlage. Zum einen, dass wenn wir an dem Auto arbeiten, dass wir nicht komplett uns einsiffen mit jedem Handgriff. Zum zweiten, dass man mal unterscheidet. Also ich habe mittlerweile halt auch schon gelernt, das Auto haben wir natürlich so günstig bekommen, weil der Mensch vorher, der sich durchaus auch mit Autos auskennt, gesagt hat, es ist mir irgendwie zu viel Arbeit, es ist mir einfach zu viel Baustelle. Ich würde jetzt, ohne was vorwegzunehmen, sagen, man muss ein bisschen aufpassen. Manchmal denkt man, ein Auto ist komplett verrostet, dabei ist es eigentlich vor allem dreckig. Die Art Dreck, die dieses Auto hatte, ist aber kein Dreck, wo du mal eben mit einem Wasserhochdruckstrahler drauf gehst, sondern das ist halt schon richtig brutal. Also selbst für die Trockeneismaschine, also die hat das abbekommen, fast alles, aber es war dann auch noch ein totaler Ölschmieresiff überall. Ungefähr ja, so ein Daumendick war hier überall braune, klebrige Masse drin. Es war Erde, es ist normaler Hausstaub gewesen, es war irgendein Öl, es waren Fettreste, es waren Lackreste, irgendwelche komischen Lacktöne habe ich gefunden. Die ganze Karosserie hatte hier so einen leichten rostbraunen Pulverschimmer. Ähnlich wie man das hier auf dem Bremsscheiben sieht, diese oberflächliche Anrostung. Das ist vom Trockeneis auch super weggegangen, wo ich mir zwischendurch dachte, da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Rost sein. Aber wenn man jetzt mal wirklich schaut, auch in den Kanten hier, also in der Falz so gesehen, es ist nirgendwo Rost, es ist nichts durchgegammelt an diesen Stellen, auf beiden Seiten komplett nicht. Runter zum Träger, es ist kein bisschen Rost, gar nichts. Die A-Säule hoch, ganz beliebte Stelle hier komplett hoch, ist immer durchgeformt bei den Dingern, immer. Hier ist gar nichts, kein Rost, nichts. Hier hat er so ein Krümmelchen, ein uninteressantes Krümmelchen, was man einmal abschleift und dann versiegelt, dann ist man fertig damit. Auch hier Wasserablauf, kein Rost. Zum Coty rein, hier an den Stellen, kein Rost, gar nichts. Weil im Normalfall wirklich sind die fast alle durch. Und man sieht natürlich auch, wie gut dieses Auto, ich sag mal, geschützt war, sei jetzt korrosionstechnisch, wo es auch stand, weil die kleinen Schräubchen haben kein Oberflächenrost hier oben, was auch eine Seltenheit ist. Die haben sich echt lange gut da oben gehalten. Dann, man sieht es natürlich auch, den Kotflügel hoch. Hier, hatten wir damals angesprochen, hat er ein bisschen Rost entwickelt. Hier auch so ein bisschen, ein kleines bisschen. Ja, dezent. Ich denke mal, das ist einmal mit Abschleifen wieder geregelt. Eine sehr doofe Stelle. Hier hat der Schweller angefangen zu rosten an der Stelle. Hervorgerufen allerdings leider durch den Coty, weil dieser nicht feste ist und wahrscheinlich hier immer schön dran gescheuert hat. Außerdem darf man nicht vergessen, ist hier eine Schraubverbindung von Coty zum Schweller. Und wenn sich da drin das Wasser sammelt, es ist eine bekannte Roststelle, kann übergreifen, ist nicht gut. Ist aber wirklich sehr, 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 sehr wenig, muss ich sagen. Weil sonst hat der Schweller nämlich überhaupt nichts. Gar nichts. Auf der Seite. Auf der Seite, genau. Gehen wir mal rüber zum anderen Radhaus. Hier sieht man das Ergebnis halt wirklich sehr, sehr gut, in welchem Zustand der Wagen noch ist. Wir haben hier so ein paar kleine Lackunterwanderungen gehabt. Am Korrosionsschutz, hier ein bisschen, da und da. Wie gesagt, gar nichts Wildes, nichts Tragisches. Ich blende jetzt gerade mal im Kontrast die Vorherzustand ein, weil das ist wirklich so eine Ecke. Man glaubt es nicht. Also mir geht es auch immer so, man weiß, dass da prinzipiell Wagenfarbe drunter ist, aber man kommt einfach nicht auf die Idee, wenn man den vorher sieht, dass es dann rauskommt. Und dann fängst du an zu strahlen und eigentlich nach ein paar Sekunden siehst du, dass noch genug übrig ist, dass es auch sauber aussieht. Ein paar kleine Stellen hier, gar nichts Tragisches. Dann hier kann man sehen, war eine Rostkante. Da habe ich erst, also bei der Erstbesichtigung, bei der Zweitbesichtigung gedacht, nicht, dass er hier durch ist. Man kann aber gut erkennen, dass nur diese Oberfläche, also diese Kante, angerostet ist. Und hier ist bereits wieder intaktes Blech. Also auch nur hier einmal anschleifen und dann ist man fertig damit. Wir haben den Stopfen auch rausgenommen, haben da reingeleuchtet und gefilmt, wie es innen drin aussieht. Und ich muss ehrlich sagen, für 123er, so ein Schweller noch nach der Zeit. Das ist schon Respekt. Ja. Dann hier haben wir eine Stelle. Da hat er angefangen zu knuspern, hier unten in der Ecke, haben aber, soweit es geht, abgezogen. Können wir mal eben jetzt gucken.
Wo war es? Ich glaube, hier oben hat das schon wieder aufgehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier nichts durch ist, sondern dass dieses Blech wirklich nur oberflächlich angefangen hat. Sprich, auch einmal abschleifen. Schraubscheibe mal genau, drüber. Genau, schön runtergehen hier. Dann wird er wahrscheinlich hier auch wieder Blech haben. Dann ist die Sache fertig. Dann wird das lackiert. Dann ist es neu. Spitze hinten. Was soll ich sagen? Nix. Gar nichts. Ja, hier der Stopfen hat sich gelöst. Hier sieht man, dass er angefangen hat zu knuspern an der Kante. Aber, warte mal, den nehmen wir jetzt mal raus. Man sieht, dass nur die Kante hier angerostet ist. Mehr ist es nicht. Ja, du hattest ja die Idee, dass wir da genau. Also nicht komplett ein Blech neu einschweißen, auf gar was ja völliger Fall. Quatsch ist, sondern dass wir einfach dieses Loch ein bisschen vergrößern genau. Und einen größeren Stopfen irgendwie. Ich wollte gerade sagen, weil die gibt es in unterschiedlichen Maßen. Mhm. Bevor man jetzt auf die Idee kommt, eine perfekte Spitze zu versauen. Ja. Wirklich. Ah, auf gar keinen Fall. Das Loch einfach 1-2 Millimeter größer machen, weil von oben habe ich schon mal reingeguckt, da ist intakt das Blech sofort wieder. Das ist nur wirklich der Rand, der angerostet war. Einen größeren Stopfen rein und das Problem ist gelöst. Und dafür musste man hier nichts neu schweißen, hat das Original erhalten. Und das ist ja immer wichtig, so viel wie möglich im Original zu erhalten. Das auf jeden Fall zur Spitze. Klar, Schürze hatten wir, Schürze ist durch, kommt weg. Dann hatten wir hier das Problem, ja, dass hier das Blech gerissen ist. Weil der Endtopf mal abgefallen ist. Wahrscheinlich, der Endtopf, ich weiß, ich kann mir vorstellen, er ist vielleicht rückwärts, vorwärts irgendwie gefahren. Der Topf hat sich verkeilt, weil der war so... Vielleicht war das auch schon in der Zeit, wo der Wagen schon stand, weil hier ja. War nämlich der Topf mit Dings, wie heißt Kabelbinder. Die Dinger, Kabelbinder angebracht. Und ich denke, beim Rangieren und Fahren wird der Topf hier reingeknallt sein und hat es echt geschafft, dieses Blech kaputt zu machen. Und vielleicht sogar das, die Delle passt kann, dazu eigentlich. Ist alles in einem Rahmen. Ja. Kann wirklich sehr gut sein, dass er sich da das Auto kaputt gemacht hat an der Stelle. Ja. Und das Eckstück hier unten muss neu geschweißt werden, was auch, finde ich, sehr schade. Ehrlich, also das, da schneiden wir hier das Stück raus genau. Und passen es ein. Habe ich auch schon gesehen, gibt es als Reparaturblech, zwar nicht original, aber gibt es ein Repro und verzinkte Version. Mulde ist in einem Zuckerzustand. Zucker kann ich nur sagen, weil, man, klar, man sagt immer Zucker und dann sieht man vielleicht, oh, hier ist nur ein Pickel, den mache ich weg. Hier gibt es nicht mal einen Pickel. Gar nichts. Diese Oberfläche ist so glatt, die ist so schön. Hier ist nichts dran. Das freut mich sehr, dass hier einfach mal gar nichts dran ist. Auch um den Stopfen rum, nichts. Absoluter Traum, komplett. Dass hier mal wirklich nichts durchgegammelt ist, weil viele 123er sind hier auch völlig tot, wirklich völlig tot. Weil entweder steht das Wasser drin, die Stopfen sind dicht oder auch ein Problem, Radlicht in der Wanne drin, Gummi auf dem Blech, das schuppert immer, das verändert sich, Feuchtigkeit drunter, Lack wird abgeschuppert, Rost bildet sich, tot. Dann gehen wir zur anderen Seite, Spitze hier, gleiches Thema, richtig, richtig schön, gar nichts. Hat da jemand schon mal was geschweißt? Oder? Ja, ich hatte beim zweiten Video gesagt, ich glaube, hier wurde geschweißt. Aber nachdem wir das mal Trockeneis gestrahlt haben, das war jetzt keine geschweißte Stelle. Es war, wie soll ich das sagen, was hat da dran geklebt? Bitum, Entschuldigung, ja. Bitum. Und Gummi. Als hätte man hier mal mit den Reifen ne, einen drehen lassen, war hier überall solche Gummifetzen drunter. Richtig die 136 PS geballert. Ja, kann sein, dass wir hier einen Hardcore-Drifter hatten und der hat alles gegeben. Gleiches Prozedere hier mit dem Stopfen. Allerdings muss ich hier sagen, habe ich gar kein Spiel dem Stopfen. Gehe ich halt mal davon aus, dass hier noch viel weniger Rost an der Kante ist und dass ich vielleicht sogar hier nicht ein größeres Maß nehmen muss, sondern nur entrosten kann und einen anderen Stopfen wieder einsetzen kann. Das wäre natürlich, also ich sage mal wirklich, Heckbereiche, absoluter Jackpot, bis auf die Macke, bis jetzt. Hinterachse, Kleinteile und sowas. Wir hatten ja gesagt, hier wird er wahrscheinlich durchgerostet sein, weil hier richtig große Rostflecken waren. Nachdem wir das aber mal gestrahlt haben, wir mussten auch ein bisschen noch abputzen leider mit Verdünnung, weil wir haben hier, wie gesagt, diese Seuche drauf. Abgase auf jeden Fall. Es riecht auch noch nach Benzin. Ich denke mal, das ist wirklich von dem Benzin, was ausgelaufen ist, hier so eine gemischte Portion von allem, was da drunter geklebt hat. Abgas, alles. Öl, Wachs. Klingt nach einer guten Versiegelung, aber wenn ich ehrlich bin. Ja. Sollte man vielleicht mal patentieren. Wir hatten halt hier diesen Klebeschmand drin und der hatte halt wirklich diese Optik, als wäre hier alles durchgerostet. Nachdem wir das jetzt mal gereinigt haben und geschaut haben, weil ich hatte ja auch die Sorge, dass vielleicht der Träger hinten für die Hinterachse auch, also wo das Diff eingehangen wird, dass er Löcher hat. Ich muss sagen, der hat gar nichts. Der hat hier so, ist der Lack abgegangen. Hier, das ist alles. Guck mal, da ist schon Blech, wenn ich mit meinem Fingernagel sogar kratze. Jackpot, ehrlich. Hat man auch alles nicht einschätzen können nee, vor dem Trockeneisstrahlen. Wirklich, es war alles rostig braun und hier hingen überall so richtig kleine Blätter runter, so Metallstückchen, die lagen auf dem Boden. Und da habe ich mir schon gedacht, Micha, hier hast du ein großes Problem. Gott sei Dank war es nur Auspuff und dann diese patentierte Schmiere hier, ne, die das nur so aussehen lassen hat, sage ich mal. Andere Seite, gleiches Prinzip, gar nichts durchgerostet. Das, was man hier so rostig sieht, ist der Träger von Pumpe und Filter.
Das ist dieses kleine Blechgestell, was hier montiert wird. Das 9-Euro-Teil meinst du? Genau, das 9-Euro-Teil. Das ist bei so vielen Autos durch. Ihr müsst euch vorstellen, hier drunter sammelt sich der ganze Dreck. Und dann dieser kleine Halterahmen, der ist irgendwann durch. Ist aber nicht tragisch, ist nicht wild. Kommt einfach neu und ist gut. Dafür haben wir halt, wie gesagt, einen perfekt rostfreien Träger hier unten. Dann hier, könnt ihr sehen, hat er ein Bläschen geworfen. Ja. Da haben wir jetzt, können wir jetzt mal gucken, wie weit das ist, bis wohin wir abschleifen müssen. Oh, wird schon ganz schön hart wieder. Ich glaube, da kommt schon wieder gutes Metall direkt. Das ist nur so eine Kante hier oben. Auch völlig uninteressant. Denk mal, bis hier wird ein bisschen Rost sein, weil der Unterbodenschutz lässt sich jetzt kein bisschen mehr abkratzen mit dem Nagel. Dann pappt der auch wieder da schön drunter. Also auch völlig uninteressant. Klar, Bremssystem und so wird Achse muss überholt werden. Gummis sind nun mal tot. Achskörper an sich kann ich nur sagen, auch mega geil. Wirklich mega, mega geil. Nichts dran. Wir haben gestern Abend habe ich noch ein bisschen geguckt. Ließ sich auch ganz gut noch strahlen und ist auch sehr viel, was du auf den ersten Blick denkst, ist Rost, fliegt dann einfach ab beim Trockeneisstrahlen. Genau. Und darunter kommt ein sauberer Achskörper zum Vorschein. Flugrost ist halt die richtige Bezeichnung. Ja. Der fliegt da rum und klebt dann. Ja, und es dann sah alles katastrophal aus. Ja. Also erstmal sehe ich so, nein, Achse top, gibt's nichts groß zu meckern, wird ausgebaut, Sandstrahlen, lackieren. Keine Durchrostung, keine Löcher. Dann, klar, Antriebswellen, da kommen einfach nur neue Manschetten drauf. Dann ist das fertig, dann muss man hier ein bisschen entrosten, werden lackiert. Kein Ding. Differential auch. Sandstrahlen, lackieren, ist die Sache auch fertig und geritzt. Hier den Radkasten müsste man noch mal gucken. Stimmt, da hatten wir was, sorry, ich ganz vergessen anzusprechen. Hier war ja klar, bei der Erstbesichtigung schon, hier ist er am Gammeln gewesen. Hier muss auf jeden Fall ein neuer Radlauf rein. Und bis die Kante halt vom Rathausschale, genau. Die Kante. Hier hat er leider angefangen. Da müssen wir mal gucken, wie tief das ist und wie fern wir hier Rost haben. Ich hoffe, dass hier keine riesen Blasen und Durchlöcherungen auf einen warten. Bin aber ganz im Ernst sehr positiv. Bis jetzt, was ich von dem Wagen schon gesehen habe, wird das auch hier keine Baustelle werden. Hier das gleiche Prinzip, oberflächlich ein bisschen angegammelt. Weiter ging der Unterbodenschutz nicht ab, auch mit dem Trockeneisgerät nicht. Daher denke ich, dass weiter oben auch schon wieder gesundes Blech kommt. Ja. Hat man gesehen schon? Ja. Seht ihr das Helle da oben? Da kommt wieder gesund. Nee, ist es nicht. Das bisschen. Das ist. Ah! Ja, auch gerade wenn man es mal in der Relation sieht zu 210ern, 28ern. Ja, das ist 210er Auslieferung noch. Das ist im Autohaus gewesen, 210er. Leo wird schon fahren mit dem, wenn das seine C-Klasse wäre. Ich würde sogar sagen, pack eine EFI drauf, weil die KE ist tot, mach eine Benzinpumpe in den Tank, starte, der fährt. Bin ich mir ganz sicher, Gang rein und fahr einfach los. Ist ja alles gut. Motor hat es auch schon mal durchgedreht, gell? Ah, ey, komm mit. Kommt später, eigene Episode. Genau, wie geil dieser Motor sich dreht. Eigene 2-Minuten-Episode. Und er läuft und wir fahren eine Runde über den Hof. TÜV sehe ich jetzt, klar, okay, TÜV-Mängel sind so ein paar Gummis oder so, aber ansonsten. Ja. Hier Bodenblech natürlich auch. Mega, da kommen wir jetzt als nächstes. Ich blende jetzt erstmal den Vorherzustand ein, weil, wie gesagt, es glaubt einem halt keiner. Nee. Guckt euch mal bitte an, klar, nach dem Strahlen, wie clean der Boden ist. Keine Macke, kein Rostbläschen hier irgendwo, weil normalerweise hast du ja auch hier so ein Ei, da ein Ei, überall hast du ein paar Eier, die am Rosten sind. Gar nichts. Du hast hier wieder so, ja, 5 solcher Dinger, mehr ist es nicht. Das ist sogar. Ich hatte ja gesagt, hier die Bremsleitungen, die sind alle schon völlig tot. Die sehen alle aus wie nagelneu, ehrlich. Also, das ist, Leute, schmeißt eure Autos nicht weg. Genau. Nur weil ein bisschen Dreck drauf ist. Dann, es ist natürlich nicht immer alles Gold, was glänzt. Der ist hier halt irgendwann mal irgendwo drüber gefahren und hat hier an der Seite den Schweller reingedrückt. Aber gut, vielleicht kriegen wir das rausgezogen und rausgedrückt von oben. Doof, aber komm, ist jetzt nicht so wild. Verkleidungen, Schräubchen, alles was dazugehört, hier noch die Träger unten, nichts mit Rost, keine Blase, gar nichts. Dann noch ein ganzes Stück weiter vorne, Radhauskante hier vorne. Hier ist der einzige Schmerz am Auto. Ja, gut, aber es ist halt die vordere Schwellerspitze so inklusive. Genau. Leo, hier musste herkommen, weil hier ist er halt richtig. Da sieht man das schön. Also diese Seite vom Schweller ist tot. Ist schade, dass man jetzt dieses Schwellerstück tauschen muss, aber das ist schon wieder das einzige vorne, was man an diesem Bereich tauschen muss. Und das ist halt mega geil. Koti, klar, hier fängt er an, da wurde schon mal was gemacht. Ist aber nicht so wild, weil Kotflügel haben wir ja sowieso besorgt. Wir haben auch Wachs gefunden, haben direkt gesagt, das ist ja super, dass sie den versiegelt haben. Aber leider habe ich das Wachs mal rausgenommen, weil wir müssen hier vorne am Schwiller vielleicht was schweißen, um zu gucken, was es denn ist. Mike Sanders, und das ist das Problem mit Mike Sanders, das brennt wie die Sau. Sehe ich nicht als tragisch an, so eine Schwellerspitze zu schweißen. Ich meine, jeder, der so ein 123er mal hatte, hat das schon mal machen müssen. Hier sieht man auch wieder wunderbar Federteller, also Federaufnahme, hier die Kanten. Nichts hat Rost, gar nichts ist hier am Rosten, überhaupt nicht. Weder nach oben im Ablauf, sonst noch irgendwo. Inneres Radhaus, gerade Lampentopf von vorne und so, nichts, kein Gammel. Und das ist echt selten. Ja gut, hier A-Säule,
ist auch der Schwellerbereich, da müssen wir mal gucken, was noch. Alles. Ja, klar, kann natürlich noch was oben kommen. Ich bin mir aber, ach, von wegen, da kommt noch was. Guck mal, das Blech. Und innen ist er versiegelt halt. Also. Innen ist er verfettet. Die andere Baustelle war ja hier vorne. Es ist halt nicht wild, weil das ist ein Teil, das kommt auf den Müll und da kommt ein anderes Teil einfach dran. Gibt es übrigens tatsächlich die Kotflügel. Auch italienische Repros für 60 Euro, die sogar der W123 Club verkauft. Das wird alles gelöst. Koti schmeißen wir weg, beide tot. Koti ist dran, Zwischenstück dran, damit der Träger wieder festgemacht vorne. Und ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Und dann Scheinwerfer rein, Schlossträger rein, Schürze drauf. Klar, hier auf der Seite hatten wir natürlich auch, wie gerade schon gezeigt, die andere Stelle von diesem ekligen Stück Rost hier am Flügel. Aber wie gesagt, dann war es das. Und alles an Blechteilen, was wir hier sehen, Schenkel, Streben, Sattel, egal was wir alles sehen an kleinen Teilen, das wird einmal mit Sand geblastet, dann wird das lackiert und dann ist das alles neu. Teilweise hast du es mit Eis schon wieder auf einen optischen Neuzustand bekommen. Ja, das also auf jeden Fall auch. Das ist echt nicht wild. Du denkst, okay, verrostet, genau. Strahlst du drüber, dann sieht es so aus. Halt auch nicht verrostet. Von daher war das hier ein Blender in Richtung Ich bin tot. Ja, genau, der wollte auf den Schrottplatz ein bisschen chillen, aber kann jetzt noch mal 100 Jahre. Auf jeden Fall. Ist schon auch eine andere Qualitätsstufe von Mercedes-Benz ja, natürlich, als das, was dann Jahrzehnte später kam. Das muss man sagen, das hier ist halt richtig Mercedes einfach. Absolut 100% Mercedes-Qualität. Die klassische noch. Epoche quasi. Genau, für die beste Qualität von... Ich sag mal wirklich, die besten Autos, die gefertigt wurden, waren von Mercedes in dieser Zeit. Da kommt nichts ran, ehrlich. 40 Jahre alt und wir freuen uns hier nur an jeder Ecke. Es ist einfach so. Beim 124er haben sie ja noch viele ihrer Tugenden beibehalten, aber da sind sie leider auf manche Kunststoffsachen umgestiegen und dann hat es ja langsam mal aufgehört schon. Vordere Hauptträger, der immer unter Beschuss ist. Hier sieht man dieses Fett ganz gut, was ja. Wie Rost aussieht. Ja. Und da hat man halt echt gedacht, die Karre ist durch. Auch hier so die Bereiche, ne? Wo oft sich der Gammel dann hier den Fugen ansetzt, wo dann anfängt zu blättern. Hier ist nichts. Beiden Seiten. Abstrahlen und geil. Das Auto hier hat ein Potenzial, richtig, richtig schön zu werden mit minimalstem Aufwand. Schweißtechnisch gesehen mit minimalstem Aufwand. Technisch gesehen stand ewig rum. Ich wette einen Zehner drauf, kommt Benzin an, kommt ein Funken, läuft die Karre, ist klar. Aber überholen wir und dann ist das auch alles wieder tutti. Ich meine, der ist ja immer noch dicht, ne? Welches Auto ist eigentlich hier, was noch dicht ist? Wenn ihr auch einen coolen 123er habt, dann könnt ihr uns den zum Strahlen bringen. Also wir wollen euch den gar nicht abkaufen für 1900. Es sei denn, ihr wollt ihn für 1900 abgeben, das ist natürlich was anderes. Auch, ich bin echt zufrieden. So ein Ergebnis für eine Testrunde, gerade bei dem Auto hier mal zum Schauen. Ja, das waren 5-6 Stunden Strahlen, also es war jetzt noch nicht mal eine große Session. Nee. Klar, also wir könnten jetzt auch noch mal 2 Tage machen. Ganz ja, normal. Hier, dann kannst du wie hier, ist ja noch alles perfekt. Und dann ist das halt auch wieder wie neu, aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Hier sieht man halt, da sieht man, wo wir gestrahlt haben. Hier, ich nagelneuer Zustand. Leo, das hast du gerade noch gemacht. Gell? Und hier, da, zack. Stellnummer, erkennst du. Ich glaube, da ist das Ärgerlichste wirklich diese Kante mit der Macke hier, dem Pott vorne und dass das blaue Bandur im Brettenriss hat. Das ist halt das Ärgerliche. Aber ansonsten? Genau, das ist ein anderes Thema. Kommt dann auch demnächst. Ja, wir können noch vielleicht einen kurzen Abschluss. Leo muss zum Bus, weil sein 202, der steht noch verrostet auf der Bühne. Channel abonnieren. Jetzt kommen mehr Videos. Weil jetzt steht hier unsere Halle, größtenteils. Eisstrahlhalle ist auf jeden Fall fertig und wir sind am Strahlen. Ein paar Kundenfahrzeuge warten auch schon. Ihr könnt gerne auch eure Fahrzeuge noch bringen. Schickt uns eine WhatsApp. Blende ich unten ein. Also viel mehr Videos jetzt wieder. Die Bauphase ist beendet. Großen und Ganzen. Großen und Ganzen, ja. Also wir da ist keine Tür. Genau. Und die Tür machen wir mal gar nicht auf. Also Abo, Glocke, kommentieren. Erzählt, wie geht's eurem 123er. Schmeißt den bitte nicht weg, nur weil er ein bisschen Flugrost hat. Ich muss auch halt zugeben, beim Auto einkaufen. Man hofft halt immer, dass er so ist wie der, aber ich habe halt dann auch mal ein paar gekauft, die sind halt dann nicht so. Siehe der grüne CLK zum Beispiel, den werden wir auch machen und so, aber dann kaufst du halt so einen 40 Jahre alten Coupé und der ist halt viel besser als das, was an CLKs so auf dem Markt ist fürs gleiche Geld. Das steht halt noch für das war Germany. Noch das war noch Blech. Gut, ja, TikTok sind wir auch aktiv, Insta folgen, WhatsApp schicken. Ja, manchmal fällt man auch rein mit dem Auto kaufen, dann steht man da, muss halt viel schweißen, ne? Hi. Leo, ne? Ah, dein Auto muss man auch mal wieder eine Episode machen, machen wir morgen. Aber so ein Fund hat man ab und zu. Das Coupé, was hier umsteht, war der gleiche Fund. Ja. Die musste gar nichts schweißen, muss auf eine Wagenheberaufnahme. Ja. Entschuldigung, Wagenheber, sag ich schon, Achsaufnahme. Alles rostfrei. Oh, manchmal hat man das. Ne, Jungs. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao.
wollte gerade sagen, nur Jungs, jetzt wieder, es gibt ja sowieso keine weiblichen Zuschauer. Jetzt kriegen wir ein einziges weibliches Kommentar, was sagt, oh mein Gott, ich hab mich nicht erwähnt, ich der und die und diesen Channel. TikTok 8% Mädchen schon. Ach du Scheiße, wer wird sich das denn angucken? Okay, wir haben also, wenn das 8% Follower ausmacht, haben wir verdammt wenig Follower. Nee, wir haben 20.000 jetzt demnächst. Wir sind kurz vor 20.000. Dann würde ich mal sagen, auf 600 Meter. Oh. Hey, rein.